Die eine ist eine persönliche, liegt schon ein bisschen länger zurück. Die war in den Jahren so, was war das so, Jahre 15, 14, 2014, 2015. Da hatte ich einfach im privaten Kontext extreme Herausforderungen. Meine Eltern waren sterbenskrank, meine Mutter ist auch in der Zeit verstorben und meine Kinder waren irgendwie, oder mein eines Kind, meine Tochter war krank und mein Sohnemann war gerade auf dem Weg im Bauch von der Mama auf die Welt zu kommen und es war eine extremst herausfordernde Situation für mich. Und da weiß ich noch, da saßen wir irgendwie im Team und wir hatten so eine unserer rituellen Runden, wo wir uns Rückmeldung gegeben haben so und ich war sehr sehr berührt, wie fein meine Kollegen mich wahrgenommen haben und wie sie mir Rückmeldung gegeben haben und vor allem, was da für eine Art von Unterstützung drin lag. Also, dass ich das Gefühl hatte, so, es war nicht nötig, dass ich jetzt da irgendwie ausbreite, in was für einem gefühlten, privaten, herausfordernden Elend ich da vielleicht gerade unterwegs bin und wie sehr ich hart am Wind surfe, so. Und das war nicht nötig und gleichzeitig war es trotzdem so, ich habe gemerkt, die haben es irgendwie wahrgenommen und die haben es gesehen und die haben mich damit gesehen. Und die haben mich sozusagen, und dann haben sie mich einfach unterstützt und haben auch gefragt, hey, kannst du jetzt gerade was brauchen? Ja, kannst du was brauchen? Kannst du was tun? Können wir was tun? Was möchtest du, was möchtest du vielleicht gerade verändern, dass es dich unterstützt? Und das war für mich, das hat mich wirklich sehr berührt und ja, kamen mir auch die Tränen und es war völlig in Ordnung, dass ich irgendwie gemerkt habe, so ey, pff, ja, ey, stimmt, liebe Leute, ich bin hier echt gerade hart am Wind, ja. Und ich versuche hier trotzdem meinen Job so gut zu machen, wie ich kann, aber vielleicht bin ich auch gerade nicht in Topform. Ja, und auch das ist in Ordnung, ich schaff's halt gerade nicht besser, so. Und die Unterstützung zu spüren, das war total gut und total wichtig.